1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu unserer Freitag-Nacht-Ausgabe. Schön, dass ihr da seid, freie Themennacht, wie immer freitags. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Markus und ist 22 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo Markus. Servus. Hallo, ich komme hier aus Pforzheim, jawohl. Ja. Und ich rufe an aus dem Thema, aus dem Grund, ich habe mit meiner Mutter ein Problemchen. Immer wenn sie mir was zum Falsches zum Essen geben tut, also wenn ich jetzt, ich arbeite, mhm, und sage zu ihr, sie möchte mir jetzt zum Beispiel was anderes geben zum Essen, wenn ich zum Beispiel, ich sage jetzt so Fleischküchle mache oder so, dann tut sie den Nudelsup machen oder so, dann sage ich, dann haue ich sie halt. Das ist das Problem, warum ich anrufe. Also, wenn deine Mutter etwas kocht, was du nicht möchtest, genau, dann schlägst du sie. Ja, und dadurch habe ich... Moment. Wenn deine Mutter etwas kocht, was du nicht magst, dann schlägst du deine Mutter? Ja, die wohnt jetzt momentan bei mir. Ja. Und ich bin jetzt berufstätig seit einem halben Jahr. Ja. Und ich sage zu ihr, sie soll mir jetzt das machen, was ich heute Abend Blitzen drauf habe. Und sie macht mir irgendwas anderes. Ja, das habe ich ja schon verstanden. Was heißt das? Wie schlägst du sie denn dann? Wie schlage ich sie dann an? Dann schlage ich ja, ich habe sie schon, ja, leider Gottes, ich bin nicht stolz drauf, dass ich sagen tue, aber ich habe sie schon krankenhausreif geschlagen, ja. Ja, bist du bescheuert? Das erzählst du mir so in aller Seelenruhe. Du schlägst deine Mutter, weil sie dir Hühnersuppe kocht und nicht Rindfleischsuppe oder weiß ich was? Ja, ich weiß, was scheiße ist. Und ja, hör mal. Ist das wahr, was du mir da erzählst? Ich weiß, was ich sagen tue, ja, das ist schon scheiße. Es ist wahr, was du mir erzählst? Ja, ich weiß. Ich frage dich, ob das stimmt, was du mir erzählst. Ja, das stimmt. Ja. 22 Jahre bist du alt. Ja. Wie lange machst du das schon? Hat seit meinem 19. Lebensjahr. Meine Mutter hat sie auch schon angerufen. Also dich hat sie auch schon angerufen. Damals mit 14, wo ich 14 Jahre alt war, nach schönen Ratschlag gegeben, dass sie mich ins Heim stecken sollen. Hat sie es auch gemacht. Und ja, jetzt bin ich wieder draußen aus dem Heim. Ja, seit 2 Jahren, 3 Jahren. Jetzt sind es, ja, genau 3 Jahre sind jetzt her und bin ich wieder draußen. Jetzt habe ich meine eigene Wohnung gehabt und so, bin auch jetzt berufstätig und so. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Sonja erinnern kannst. Ja, nein, es kommt mir so viel. Deine Mutter hat mit mir schon mal gesprochen, vor vielen Jahren. Ja, genau, und du hast ihr geraten gehabt, dass sie mich ins Heim stecken soll, weil sie auch gesagt hat, dass ich habe sie mit 14 auch schon gehauen gehabt, also geschlagen so, und hast du zu ihr gesagt, das Beste, was du machen kannst, zu meiner Mutter hast du geschlagen. Das ist jetzt so viele Jahre her, du bist jetzt 22, damals warst du 14, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt. Mhm. Aber es geht ja jetzt auch um das, was im Moment passiert, dass du deine Mutter schlägst, wenn sie dir was Falsches kocht. Das ist so absurd, dass man das wirklich ein paar Mal sich erstmal vor Augen halten muss. Warum tust du das denn, Markus? Wieso mache ich das? Nein, ich komme einfach nicht klar mit meinem Leben. Ich weiß auch nicht. Sie sagt halt, sie macht das, wenn sie das nicht machen soll, ich weiß auch nicht. Ich bin so ein Typ irgendwie. Ich weiß, dass es scheiße ist. Aber ich sag's dir. Ja, aber warum, wenn du sagst, du selbst sagst, du weißt, dass das nicht in Ordnung ist, warum machst du es denn dann? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Es kann ja sein, dass da viel in deinem Leben nicht in Ordnung ist. Aber du lässt dann deine Wut an jemanden viel Schwächeren ab und dann sogar an deiner Mutter. Das ist so unglaublich, dass man eigentlich gar nicht mehr drüber sprechen darf. Dass deine Mutter dich anzeigen müsste. Ja, hat sie ja auch schon. Deswegen habe ich auch 6 Monate Bewährung bekommen gehabt. Mhm. Ja, auf 1 Jahr und bla 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 Monate, ich weiß gar nicht mehr genau. Und deswegen hat meine Mutter auch dann zu mir gesagt, wo ich sie gehauen habe, das letzte Mal hat sie gesagt, du, ich zeig dich nicht an, lassen wir es gut sein, weil ich will nicht mein eigenes Hund ins Gefängnis bringen. Ja, also ab einem gewissen Punkt finde ich, dass man auch den eigenen Sohn ins Gefängnis bringen sollte, wenn so etwas vorfällt. Weil das ist so schlimm, was du da machst. Warum ist deine Mutter überhaupt dabei, bei dir in der Wohnung? Wieso ist sie, wohnt ihr zusammen? Hat sie ja momentan Stress mit ihren Freunden gehabt. Und dann ist sie halt zu mir gekommen, sie konnte nirgendwo hin, meine Schwester ist jetzt auch,
Mutter geworden und der Schwager hat was dagegen gehabt und so. Und dann hat sie halt gedacht, dann komme ich lieber zu dir, bevor ich kriege, dass ich irgendwo halt unter, zu übernachten konnte. So, also die Sache ist schlimm, sagst du selbst, ne? Sagst du. Möchtest du denn gerne daran etwas verändern? Ich möchte ja, aber ich weiß nicht, wie ich es anfangen soll am besten. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt zwar in Therapie. Ach, bist du schon? Ich bin in Therapie, ja, auf jeden Fall. Ich möchte jetzt sehr gerne irgendwie da durch was ändern, dass es nicht mehr so weitergeht. Weil Wie lange bist du schon in Therapie? Ich bin jetzt, 2 Wochen bin ich in Therapie. Ja gut, das ist auch sehr wenig. Aber immerhin machst du das. Das find ich schon mal gut. Das hast du von dir aus in die Wege geleitet? Kann man sagen, eigentlich nicht. Das kam alles durch einen Bewährungshelfer, der hat mir das alles aufgesagt. So. Und dann hat er auch gemeint gehabt, weil ich bin da zu der Frau gegangen, zu der Therapie. Und die Frau hat dann gemeint gehabt, nein, so schlimm sind sie auch nicht. Ich weiß nicht, was für ein Bild ich der Frau abgegeben habe. Und der Bewährungshelfer hat dann auch gemeint, ja gut, wenn die Frau sagt, deine Auflagen sind damit nicht erfüllt, also sind erfüllt. Ja gut, das ist jetzt sehr kompliziert, aber auf jeden Fall Klartext ist, du bist jetzt in einer Therapie. Ja, ich bin jetzt in einer Therapie. Und hast das Gefühl auch, das ist eine Frau, wo du bei bist? Ja, ich bin bei einer Frau, ja. Und du hast auch das Gefühl, mit der kann man reden und du bist auch offen. Ich bin offen, ich sag wirklich was. Du sagst die Wahrheit, ja. Jawohl. Wenn das, ich möchte auf die Mutter zurückkommen, wenn das passiert ist, dass du deine Mutter geschlagen hast, weil sie nicht das gekocht hat, was und so weiter, was du möchtest, entschuldigst du dich danach? Nee, das ist das Problem. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Wenn sie weg ist, zum Beispiel, wenn sie jetzt zu ihrem Freund gehen wieder tut und ich bin zu Hause allein, dann denke ich auch, ey, was hast du für eine Scheiße gebaut? Warum? Markus, was ich nicht kapiere. Wenn du sagst, ich weiß nicht, warum ich das tue. In mir ist selbst so viel nicht in Ordnung, dass es mit mir durchgeht. Ja, das kann man dann vielleicht noch irgendwie so hinnehmen. Man nimmt es nicht hin, aber vielleicht, wenn du auch ein schwieriges Leben hinter dir hast und so weiter. Es ist nicht zu rechtfertigen, aber man kann es vielleicht so erklären. Aber dann nicht mal nach einem gewissen Abstand es über die Lippen zu bringen und sich zu entschuldigen, das verstehe ich überhaupt nicht mehr. Ja, ich schreibe ihr immer Briefe und so. Und ich schreibe ihr Briefe, ich schreibe da rein, es tut mir wahnsinnig leid, was ich gemacht habe. Aber persönlich, ich kann es einfach nicht irgendwie jemand, also wenn ich jetzt hier geschlagen habe, kann ich jetzt persönlich nicht ins Gesicht sagen. Es geht einfach nicht. Weil ich mich nicht trauen tue. Aber du traust dich, sie zu schlagen. Das traust du dich. Ja, leider, ja. Ja, also das ist immer so ein Punkt, wo man sagt, na, okay, dem Mensch geht selbst seelisch schlecht, aber irgendwo hört dann auch die Toleranz auf und sagt man, scheiße, das darf einfach nicht sein. Schluss aus, das darf nicht sein. Da muss man, auch wenn man selbst seelisch angeschlagen ist, ich glaube dir, dass du das bist, muss man selbst noch so viel Kraft haben, dass man sowas nicht tut, was du da machst. Man schlägt die Mutter nicht, man schlägt niemanden. Ich weiß, man sollte mal eigentlich seine Mutter ehren, ich weiß es. Und schätzen, ja. Man hat nur eine Mutter, ja, ich weiß. Du sagst immer, ich kann nicht. Ich kann dagegen nicht angehen. Das kann einen auch mich jetzt zum Beispiel in gewisser Weise provozieren. Wie bemühst du dich denn, dagegen anzugehen? Wie bemühe ich mich dagegen anzugehen? Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt in mein Zimmer rein sozusagen. Sie schreit aus der, ich habe nur eine Einzimmerwohnung. Sie schreit aus der Küche raus. Punkt. Ich darf es nicht sagen. Ich weiß, ich bin im Fernsehen hier. Und so weiter und so weiter. Und dann sage ich, du, komm, rutsch mit dem Bugel runter, dann lasse ich erstmal sein. Dann macht sie weiter, aber sie provoziert auch so viel weiter, bis ich wirklich ist dann der Kran irgendwann geplatzt. Dann gehe ich auch mal raus und haue ich sie leider Gottes, so ist es halt. Also, meine Mutter hat auch durch mich, Idiot, hat sie auch den Führerschein verloren. Deine Mutter ist natürlich insofern auch dumm, dass sie immer noch zu dir kommt und dir da was kocht. Sie hätte längst das Ganze abbrechen müssen, nachdem was geschehen ist. Längst. Ja, hätte sie. Hätte sie, natürlich, gar keine Frage. So, ich höre, dass du reuig bist, zumindest hier bei mir, und sagst, dass das eine sehr schlimme Sache ist, die du da machst. Und was ich schon anerkenne, ist, dass du freiwillig in eine Therapie gehst. Ja. Jetzt kann ich nur die Hoffnung haben, dass du auch dabei bleibst. Denn wenn du dich verändern willst, Markus, du selbst kannst es nicht, sagst du mir. Ja, da bist du zu schwach für. Genau. So, dann kannst du es, wenn dann, nur mit Hilfe von außen, mit deiner Therapeutin. Nur so wirst du es schaffen. Sonst geht gar nichts. So wie du mir das jetzt gerade geschildert hast.
Und das, deswegen bleibt mir nur dir zu sagen, wenn du wirklich bereit bist, was zu verändern, dann geh diesen Weg konsequent und geh immer zu dieser Therapie und sag da wirklich auch radikal die Wahrheit. Also nicht anlügen so, nix. Also immer komplett die Wahrheit. Absolut die Wahrheit sagen, absolut. Und wenn es dir auch peinlich ist, das ist der Job der Psychologin, das hinzunehmen, das sich anzuhören, das ist völlig egal. Mhm. Weil ich denke halt mal, wenn ich jetzt die Wahrheit sagen würde, dass sie halt sagt, was ist das denn? Also A, Punkt, Punkt, Punkt. Ich sage jetzt nicht komplett aus, wie ich es sagen möchte. Ja, ja. Aber sonst sagt die nachher, was ist das für einer? Und dann tut sie mich auch noch hier im Gegenteil. Also sie tut mich, statt sie mir dann ein bisschen helfen zu, denkt sie auch, ah komm, das ist denn das für einer? Dann muss man da noch ein bisschen weiter fertig vielleicht mal. Ich weiß es nicht. Nein, da kann ich dir wirklich, das kann ich dir wirklich versichern. Das ist der Job eines Psychologen, gerade auch mit solchen extremen Sachen umzugehen. Die denkt nicht, was bist du für ein blöder Kerl. Sie denkt das vielleicht, aber sie wird dir versuchen, mittels psychologischer Methoden dir zu helfen und dich da rauszuholen. Das garantiere ich dir. Das garantiere ich dir. Alles klar. Ich möchte, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin hier redest. Die kann dir das noch ein bisschen mehr erklären, wie das mit dem offenen Gespräch in einer Therapie aussieht. Okay? Okay, alles klar. Dann legst du auf. Ich danke dir mal. Okay, wir rufen dich. Autogramm vielleicht haben noch haben? Dann sag gleich die Adresse bei der Psychologin, okay? Alles klar, ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer und unsere Faxnummer 0800 220 50 51. Und wer ist jetzt hier? Hier ist Jessica und Jessica ist 15. Hallo. Ja. Hallo. Hallo Jessica. Hallo. Weswegen rufst du an? Ja, also es geht darum, dass ich in der letzten Zeit endlich begriffen habe, dass ich mich schon vor langer Zeit in meine Freundin verliebt habe. Mhm. Meine beste Freundin. In die beste. Und ich weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll, weil für mich ist das Problem da, dass wenn ich ihr es sage, wird sie 100% die Freundschaft kündigen und wenn ich ihr nicht sage, gehe ich immer weiter dran kaputt. Mhm. Wie lange seid ihr schon beste Freundin? Also wir kennen uns jetzt seit fast 4 Jahren. Mhm. Und beste Freundin sind wir so seit 3 Jahren. Und ja. Ich denke, so seit 2 Jahren bin ich in sie verliebt. Also seit 2 Jahren spüre ich da irgendwas. Ja. Wie merkst du das, dieses Verliebtsein in sie? Ja, also es ist so, dass ich schon jetzt in der Zeit halt mehrere Freunde hatte, also männliche Freunde. Mhm. Mhm. Und ich war irgendwie nie glücklich. Und ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, das ist nicht das Richtige für mich. Mhm. Und dann habe ich, wenn ich sie gesehen habe und so, ich war so glücklich und ich weiß nicht, ich habe halt dieses Gefühl gehabt, dieses richtige Verliebtsein habe ich nur bei ihr gehabt. Und geht das so weit, dass du auch so Sehnsüchte hast, sie anzufassen, sie zu streicheln, auch so eine gewisse Erotik mit ihr erleben zu wollen? Ja, schon, weil es ist halt so, dass ab und zu, wenn sie zum Beispiel bei mir geschlafen hat oder so, da haben wir uns halt so zum Spaß geküsst, also für sie war es nur Spaß. Mhm. Probe, aber für mich, mein Herz hat immer so geschlagen und ich weiß nicht. Also habt ihr dann womöglich auch noch in einem Bett gepennt? Ja, okay, aber also nicht nah aneinander. Nicht nah aneinander, ja. Nee, ich habe ein großes Bett, da ist schon Platz. Mhm. Nur ich hatte halt auch immer so, weiß ich nicht, so die Lust, das Bedürfnis, sie irgendwie dann anzufassen, aber ich habe es halt nicht gemacht. Mhm. Klar, hat man natürlich Angst, weil der andere, wie reagiert der andere darauf? Ist der verschreckt und es ist peinlich und so weiter. Hast du eine Ahnung oder ob sie das irgendwie mitbekommt, ob sie das wittert? Also ich denke mal nicht, weil ich denke, sie denkt halt, weil ich halt gerade auch im Moment einen Freund habe, den ich aber eigentlich nicht liebe, weil ich sie halt irgendwie liebe, denke ich, dass ich halt in dem Sinne normal bin, was auch immer normal ist. Was auch immer normal ist, das hast du schön ausgedrückt. Hat sie eigentlich einen Freund? Ja, sie hat im Moment auch einen Freund, aber sie sagt mir selbst, sie ist nicht so glücklich mit ihm, weil sie eigentlich in anderen verliebt ist. Mhm. Und wenn ich das so höre, bricht mir das eigentlich das Herz. Nur wollte ich gerade fragen, bist du da auch traurig und eifersüchtig, wenn sie von den Jungs also erzählt? Eifersüchtig in dem Sinne weiß ich nicht, aber ich bin halt total traurig. Mhm. Es macht mich halt kaputt, weil ich eigentlich, wenn du dann so träumst, würdest du gerne anstelle der Jungs sein, ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das ist wirklich ein schwieriges Problem, Jessica. Du hast es gerade selbst richtig auf den Punkt gebracht. Wenn ich nichts sage, gehe ich kaputt, sagst du? Ja. Ne? Oder werde ich immer trauriger und es tut immer weh. Und wenn ich was sage, glaubst du, dass sie so zurückschreckt und die Freundschaft vielleicht kaputt ist? Ja, weil wir haben uns halt auch schon mal so drüber unterhalten, wie wäre das mal so, würde man das mal mit Frauen ausprobieren? Mhm. Und wir beide so, ja. Und dann meinte sie halt gleich, aber ich würde es nie mit irgendeiner Freundin machen oder so,
weil das die ganze Freundschaft kaputt machen würde. Und da ist sie total dagegen und das hat mich halt auch in dem Moment total traurig gemacht. Ja, und so, weil also da hat sie wirklich eine klare Meinung, die sie auch schon ausgesprochen hat. Das ist nicht nur so, dass du das mutmaßt. Sie hat es klar gesagt, ne? Ja, hat sie. Mhm. Und sie, ich weiß eigentlich, dass sie eigentlich total eigentlich auf Jungen steht und auf Kerle. Also es ist auch nicht so, dass ich irgendwie Frauen irgendwie nachstiere oder so. So ist es nicht. Nur ich habe nur das Gefühl, nur für sie entwickelt. Ja, ja. Nur weil immer, wenn ich so bei ihr bin oder so, mein Herz schlägt wie verrückt und ich werde total zittrig und ich bin es ja jetzt auch, ich bin total aufgeregt. Ja. Jessica, ich will dir mal verraten, dass ich vor langer, langer, langer Zeit auch mal in meinen damals besten Freund verliebt war. Und in der gleichen Situation war, wie du jetzt bist. Deswegen sprichst du mir sehr aus dem Herzen. Und ich in dem gleichen Konflikt stand wie du. Was machst du? Und ich habe daraus gelernt, aus dem, was damals gelaufen ist. Und ich sage dir jetzt etwas, wo du jetzt Angst vor haben wirst. Ja. Aber ich sag's dir, weil ich glaube, dass das schon, wenn, dann der richtige Weg ist. Ja. Ich glaube, es ist das Richtige, wenn man dem Gegenüber, in den man verliebt ist, wenn man dem das, vor allen Dingen, wenn es so ein enger Mensch ist, wenn man es ihm erzählt, wenn man es ihm sagt. Ich weiß. Die Gefahr besteht natürlich, dass die Freundschaft kaputt geht. Ja, es besteht aber auch die Chance, so war es damals bei mir, dass sich eine ganz besondere Freundschaft entwickelt. Es ist nicht unbedingt sofort kaputt. Es muss auch nicht unbedingt sein, dass man ein Paar ist. Es gibt ja auch immer noch andere Wege. Ich habe halt das Problem, gerade mit meinen Eltern, also meine Mutter ist eigentlich in dem Sinne sehr tolerant, nur mein Vater, er ist total gegen Homosexuelle und er findet das total schlimm. Gut, und dem müssen wir es ja auch noch nicht auf die Nase binden. Den geht das ja noch gar nicht so. Ne? Also, weil wenn er irgendwie das irgendwie erfahren sollte, ich weiß nicht, wie er darüber denkt, reagiert, ich weiß nicht. Würde ich mir jetzt erstmal noch nicht so ganz den Kopf machen. Ja. Jetzt geht es erstmal darum, wie du das mit deiner besten Freundin gebacken kriegst. Ja. Und weißt du, nehmen wir mal den schlimmsten Fall an. Nehmen wir den schlimmsten Fall an. Sie ist völlig entsetzt und sagt, Jessica, ekelhaft, wie kannst du nur, damit will ich nichts zu tun haben, ich ziehe mich jetzt ganz zurück von dir. Ja, also ich weiß nicht, was ich da machen würde. Nee, pass auf. Ja, ich weiß. Letztendlich, Jessica, finde ich, dann weißt du ganz klar, woran du bist. Dann ist es sehr schmerzhaft, dann tut es dir irre weh. Aber dann kannst du dich damit zurechtfinden. Wenn du das jetzt einfach so weiterlaufen lässt, hast du Schmerzen und Schmerzen und Schmerzen und Schmerzen. Ja, das ist mir schon klar. Und das kann sich über Jahre hinziehen, sowas sage ich dir. Ja. Und immer wenn du sie siehst mit irgendeinem Typ und die sind glücklich und die knutschen und weiß ich was alles, tut es dir immer weh. Es ist immer ein Stich ins Herz. Und um das eventuell abzukürzen, finde ich, sag es ihr. Ja. Es ist immer ein Risiko. Mit allen Dingen in der Liebe ist immer ein großes Risiko dabei. Ich spreche es aus. Vielleicht kommt etwas Schönes für euch in die Gänge. Vielleicht aber auch nicht. Das sage ich dir auch ganz offen. Ja. Vielleicht wirst du auch sehr, sehr traurig sein und sehr große Schmerzen haben. Mhm. Aber dann vielleicht lieber jetzt einmal so richtig schlimme Schmerzen, als über Jahre so gequält werden. Und es gibt noch was man bedenken muss. Wenn du nichts sagst, besteht auch die Gefahr, dass du dich jahrelang quälst, so wie du es jetzt kennst. Und du bist blockiert für andere Menschen. Das heißt, du interessierst dich ja gar nicht für andere Leute. Ja, das ist sicherlich richtig. Und also jetzt so wie du das schilderst, da denke ich, dann sage ich ihr das auch lieber, damit ich halt da endlich Klarheit bekomme. Ja. Ich sage mal, klar, es ist total schlimm für mich, wenn sie diese Freundschaft kündigt. Mhm. Aber ich denke mal, jetzt so wie du das sagst, wenn sie, sage ich mal, dann nur sagt, nein, ich empfinde halt das nicht für dich, aber wir können trotzdem Freunde bleiben, wenn du das im Griff kriegst. Also, dann wäre das natürlich für mich auch okay. Ich meine, ich will ja gar nicht, wobei, irgendwie schadet. Wobei ich dir auch sagen muss, auch das musst du dir dann sehr, sehr genau überlegen, ob du das aushältst. Es kann sein, dass es eine tolle Freundin ist, die sagt, pass auf, Jessica, ich mag dich auch total gerne, aber im sexuell-erotischen Sinne empfinde ich nichts und ich möchte keine Beziehung mit dir. Wir können gerne Freunde bleiben. Dann ist das im ersten Moment erleichternd vielleicht für dich. Aber auf die Dauer weiß ich auch nicht, ob du das aushältst. Denn du hast immer, ich sag's jetzt mal ganz profan, du hast immer das Stückchen Speck vor der Nase und darfst nicht reinbeißen. Ja, klar. Ne? Aber das ist ja so eine Spekulation. Was wäre, wenn? Ich glaube, der erste Schritt ist aussprechen und dann gucken, wie sich alles so weiterentwickelt. Ja, dann werde ich das wahrscheinlich machen. Ja, dann wünsche ich dir ganz,
nichts anderes übrig. Ja, es bleibt, ja, das ist wirklich wahr, das stimmt. Das sehe ich auch so. Hm. Dann wünsche ich dir toi toi toi, drück die Daumen und vielleicht fügt sich ja doch alles zum Guten. Ja, das, danke nochmal. Ich würde es dir sehr wünschen. Ja, okay, mache ich. Alles Liebe, Jessica. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Sandra, 39 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Sandra. Ja, mein Problem ist etwas verzwickter. Und zwar habe ich im Februar herausbekommen, dass mein Mann bei einer Hure war. Mhm. Wie hast du das rausbekommen? Also, ja, da muss ich weiter ausholen. Also, wir sind seit 13 Jahren zusammen, seit 10 Jahren verheiratet. Mhm. Und in den ersten 3 Jahren war bei uns eigentlich alles normal. Und sein Vater ist an einer sehr schlimme Krankheit gestorben, an AIDS. Mhm. Und das war dann eben nach diesem dritten Jahr, wo wir zusammen waren. Und seitdem lief bei uns vielleicht im Jahr 2-3 Mal was. Oh, das ist wenig. Mhm. Das ist wirklich sehr wenig. Das ging jetzt die ersten 3 Jahre waren okay, dann die nächsten 7 Jahre waren eben 2-3, vielleicht 4 Mal im Jahr. Mhm. Und die letzten 3 Jahre ist überhaupt gar nichts mehr gelaufen. Gar nichts, null. Woran lag das letztendlich? Hat das mit der schweren Krankheit des Vaters zu tun? Das kann ich nicht sagen. Ich habe ihn immer von Zeit zu Zeit am Anfang öfter versucht, darauf anzusprechen und habe gesagt, das kann so nicht weitergehen, wir müssen irgendwie einen Weg finden. Das heißt, das ging immer von ihm aus, dass er nicht wollte. Du wolltest schon? Er wollte nicht. Ich war die Einzige, die immer auf ihn zugegangen ist. Und am Anfang, wie gesagt, öfter, da hat er mir gesagt, du setzt mich unter Druck, du willst mit mir immer über Sex reden und je öfter du das machst, umso weniger habe ich dann Lust. Okay, dann habe ich eben Monate gewartet. Irgendwann kam es dann doch wieder hoch und das hat sich manchmal auf ein Jahr hingezogen, bis ich mal wieder anfing, davon zu reden. Aber er kam nie auf mich. Wenn ihr dann diese wenigen Male im Jahr Sex hattet, was ja Wahnsinn ist, wenn man sich das vorstellt, so lange verheiratet und zusammen und so wenig Sex miteinander erlebt, war das dann guter Sex oder war es euch auch eher... Nee, überhaupt nicht. Routiniert? Ja, ja, genau. Mhm. Das hast du so lange ausgehalten, so lange mitgemacht, Sandra? Ja. Habt ihr Kinder? Ja, also das ist ja genau das, was ich jetzt noch sagen möchte. Also das waren diese 7 Jahre. Mhm. Und ich hatte dann doch nochmal einen Kinderwunsch und habe ihm das auch gesagt. Und er wollte auch. Und wir haben dann ganz gezielt eben vor über 3 Jahren jetzt mittlerweile miteinander geschlafen. Mhm. Und es hat auch auf Anhieb geklappt. Mhm. Und wir haben ein Kind. Und seit dieser Zeugung von diesem Kind lief dann überhaupt nichts mehr. Mhm. Das Kind ist jetzt 25 Monate alt. Und wenn du die Schwangerschaft noch mit 10 Monaten dazu rechnest. Ja, ja. So, hier sagst du, im Februar war er bei einer Prostituierten. Mhm. War er einmal dort, oder? Das weiß ich nicht. Und zwar muss ich jetzt sagen, ich war immer diejenige, die davon anfing und gesagt hat, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und er hatte dann immer Ausreden. Entweder bin ich mal nicht gestylt genug rumgelaufen oder die Wohnung hat nicht so ausgesehen, wie er wollte. Oder wir haben eben das kleine Kind jetzt, dann kann er auch nicht. Und also er hatte immer irgendwelche... Ja. Jetzt sag mir mal, wie du ihm auf die Schliche gekommen bist mit der Prostituierten. Das möchte ich jetzt ganz kurz sagen. Also ich habe ihm den Vorschlag gemacht, dass wir zu einem Eheberater gehen. Und wir waren beim Eheberater ein paar Mal. Und er sagte dann eben bei dem Eheberater was ganz Neues. Die Nachbarn könnten bei uns in die Wohnung reinschauen, deswegen könnte er nicht mit mir schlafen. Okay, also... Ich hoffe, der Eheberater hat gelacht in dem Moment. Nein, hat er nicht. Weil er ziemlich albern ist. Nein, hat er nicht. Er hat uns nur geraten, ihr seid so weit voneinander entfernt, trennt euch räumlich. Mhm. Und wir haben uns also lange nicht räumlich getrennt. Mhm. Und irgendwann hatten wir nochmal eine Aussprache und er war dann auch ganz aufgebracht und hat gesagt, ich ziehe aus morgen, das war ein Samstagabend, ich ziehe aus morgen. Und ich habe gesagt, ja, zieh aus morgen, es ist jetzt echt, wir müssen jetzt den Schritt gehen. Mhm. Und sonntags früh, es war für ihn wieder heile Welt und es war alles okay. Und ich habe darauf gepocht, dass er eben jetzt auszieht, weil er es ja den Abend vorher auch wollte. Ja. Okay, er ist ausgezogen. Wir hatten die Möglichkeit, dass er in eine andere Räumlichkeit zieht. Und also in eine andere Wohnung ist er gezogen. Genau, richtig. Wie bringe jetzt die Prostituierte ins Spiel?
wie du das rausgekriegt hast. Okay, also er hat ungefähr 8 Wochen jetzt nicht mehr zu Hause gewohnt und ich hatte da auch überhaupt keine Probleme damit, also klar Gedanken gemacht. Aber an einem gewissen Tag, das war der 12. Februar, ein Donnerstag, war ich mit einer Freundin unterwegs und habe zu ihr gesagt, komm, wir fahren mal vorbei und schauen mal, ob er zu Hause ist. Ja. Wir sind vorbeigefahren und er war nicht zu Hause. Ja. Und dann sind wir irgendwo was trinken gegangen und dann sind wir zwei Stunden später wieder hingefahren. Mhm, er war wieder nicht zu Hause. Das hat sich bis 2:45 gezogen. Gut. Und am nächsten Tag habe ich ihn angerufen und habe ihn gefragt, hi, hallo, was war gestern, wo warst du denn? Ja, er war mit einem Geschäftskollegen noch was trinken, 2-3 Weizenbier. Und danach ist er heimgefahren. Wir verkürzen das jetzt mal. Ich will wissen, wie du es rausgekriegt hast. Ja, Moment, das ist genau das, was ich jetzt erzähle. Mhm. Er sagt, er hat mit seinem Kollegen was getrunken. Da habe ich gesagt, das glaube ich nicht, du lügst. Er war auf einem Polderabend. Mhm. Dann sage ich, du lügst. Und das hat sich den ganzen Freitagabend bis 6 Uhr abends gezogen. Da habe ich zu ihm gesagt, hör zu, wenn du mir jetzt nichts sagst. Ich wusste ja nicht, was war. Gut, also er hat dann zugegeben, dass er... Dann hat er gesagt, okay, ja, den ganzen Tag über hat er gelogen. Und dann hat er gesagt, wir müssen uns sehen. Und dann hat er gesagt, er war bei einer Professionellen. So, Punkt. Mhm. Soweit. Ist es schlimm? Ja, natürlich. Warum ist es schlimm, Sandra? Eure Ehe ist nun wirklich alles andere als in Ordnung. Und der Eheberater hat ja schon einen sehr, sehr guten Rat gegeben, trennt euch erstmal räumlich. Ihr habt seit 10 Jahren keinen ordentlichen Sex mehr. Seit Jahren eigentlich gar keinen Sex mehr. Eigentlich ist diese Ehe gar nicht mehr in Funktion. Da ist es doch in Ordnung, wenn jetzt der eine seinen Weg geht. Du könntest das ja auch machen. Ja, genau, das hat der Eheberater zu mir auch gesagt. Mhm. Mein Mann hat mir aber auch in all den Jahren gesagt, dass ich seine Traumfrau wäre. Aber jetzt ist es nicht mehr so. Er würde mich über alles lieben, auch in diesen 3 Jahren, wo er nicht mit mir geschlafen hat. Nee, du bist offensichtlich nicht seine Traumfrau. Eine Traumfrau begehrt man auch. Darf ich noch was sagen, Domian? Ja. Am vierten Tag, nachdem er bei dieser Hure war, saßen wir in einem Lokal und haben uns unterhalten, haben uns gestritten. Mhm. Und guckt er mich an, richtig heftig gestritten, kannst du dir vorstellen. Mhm. Jetzt hätte ich Lust, mit dir zu schlafen. Mhm. Jetzt möchte ich mit dir schlafen. Das sind aber auch vielleicht auch so Sprüche, die gerade aus dieser Emotion herauskommen. Nein, er sagt, er wollte nur ausprobieren. Er ist nur zu dieser Hure gegangen, um auszuprobieren, ob es bei ihm überhaupt noch ginge. Mhm. Er beteuert mir, dass es nur ein einziges Mal war. Nun ist aber der Februar auch schon eine ganze Weile hin. Wir haben bald schon Mai. Ist denn seitdem zwischen euch was gelaufen? Ja, ist es, ja. Und wie war das? Ganz anders als früher. Total anders. Das heißt, du würdest sagen, dass es besser geworden ist? Ja. Ja? Ja gut, selbst dann war der Besuch bei der Hure ja gut. Nein, aber es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass ich, wenn er ein einziges Mal bei einer Hure war und ich genau an diesem Tag so eine Aktion starte und weiß, dass er nicht um 11 Uhr zu Hause war, wie er es mir sagte, dass ich das genau an diesem Tag spüre. Ja, gut. Gab keine Anzeichen. Ja, es ist auch egal, ob du es gespürt hast oder nicht gespürt hast, Sandra. Und es ist auch noch sehr fraglich, ob jetzt durch diesen einen einzigen Besuch seinerseits bei einer Hure euer Eheleben wieder in Gang kommt. Ich habe die Vermutung, dass da ganz, ganz, ganz viel bei euch im Argen liegt. Und dass was meinst du damit? Ja, dass da ganz viel nicht in Ordnung ist zwischen euch beiden. Und ihr euch bisher vielleicht selbst auch immer ein bisschen in die Tasche gelogen habt und euch das schön geredet habt oder hingebogen habt und ihr beide den Konflikten, die eventuell oder vermutlich sogar da sind, einfach aus dem Weg geht. Und das Resultat davon ist einfach letztendlich eine tote Ehe. Ja, das ist schon klar, aber diese Erklärung, er wollte wissen, ob es bei ihm noch geht. Hm. Er hat 260 Euro dort gelassen. Hm. Ja, gut. Er wollte es vielleicht wissen, er war aber auch vielleicht ganz einfach mal scharf, mal wieder mit einer Frau zu schlafen und mit Lust mit einer Frau zu schlafen. Er sagt zu mir, nein, er hätte sich dann total geekelt. Ach Sandra, der sagt dir doch nie im Leben die Wahrheit. Der sagt dir doch nie, der hat dir 10 Jahre nicht die Wahrheit gesagt, Mensch. Und du hast es 10 Jahre hingenommen. Du nimmst es 10 Jahre hin, dass du mit einem Mann zusammen bist, der dich offensichtlich null begehrt. Was ist denn da los?
Was ja, ist aber bei warum ihm? Sagt er es? Weil er feige ist. Weil er feige ist. Und jetzt, auch jetzt, die ganze Zeit, ja. Es geht nur noch, ich habe auf meinem Handy nur noch Liebesbotschaften, wie sehr er mich begehrt, wie sehr er mich liebt und wie geil er mich gut, findet. Entschuldigung, dass ich das jetzt alles sage. Nee, sag es. Gut. Ja, gut. Dann sollten wir der ganzen Sache nochmal eine Chance geben und wir gucken mal, das heißt, du guckst mal, ob das wirklich stimmt, was er da jetzt groß rausposaunt. Ob dadurch jetzt was in die Gänge kommt. Wäre eine Chance, wäre eine Möglichkeit. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber vielleicht. Ich will es nicht kaputt reden. Ja, dann sag mir bitte, ich bin kein Mann. Mhm. Was geht in einem Mann vor, wenn er verheiratet ist und sagt, er liebt seine Familie, er liebt sein Kind abgöttisch und er sagt, er liebt mich und ich wäre seine Traumfrau und. Und ich habe ihm sogar auch in dieser Zeit, ja, vor einem halben, dreiviertel Jahr angedroht. Ich habe zu ihm gesagt, wenn wir jetzt nicht irgendwie einen Weg finden, wieder zueinander, dann werde ich vielleicht auch mit einem anderen Mann mal schlafen. So, das will er nicht. Das will er überhaupt nicht. Mach's doch einfach mal. Bricht das Ganze doch mal auf. Euer so verkrustetes System, in dem ihr da jetzt so lange schon vegetiert, sexuell, sage ich mal. Und das stimmt ja auch. Brich es doch einfach auf. Mach es doch. Mach es. Es kommt mit Sicherheit irgendetwas in die Gänge. Wenn du Lust drauf hast, du musst doch auch Lust haben auf Sex, Mensch. Ja, aber mein Problem ist, ich werde damit nicht fertig, dass er auf diese Frau heiß war, mit ihr geschlafen. Mensch, Sandra, häng das doch nicht so hoch. Weißt du, was ich viel schlimmer finde? Ist, dass der dich 10 Jahre nicht begehrt. Das finde ich viel schlimmer, als dass der einmal bei einer Hure war. Genau, ja, aber das ist mein Problem. Ich wollte mit ihm immer schlafen und habe mit ihm versucht, diese Problematik aufzuarbeiten. Ja, aber er hat ja nicht den Mund aufgetan und er hat dir nicht die Wahrheit gesagt, was in ihm vorgeht. Ja, was für eine Chance habe ich mit diesem Mann noch? Ich habe Angst, dass er es immer wieder tut. Mhm. Also, wenn er jetzt, ich sage jetzt abschließend, wenn er jetzt dir da großartige Liebesgeschichten und SMS schreibt, okay, lass dich drauf ein, guck, ob es stimmt. Guck, ob er es ernst meint. Ansonsten wäre ich bei der ganzen Sache äußerst skeptisch und würde an deiner Stelle erstmal auch ein bisschen meinen Weg gehen. Vielleicht bricht es was auf. Ich würde aber auch zudem an deiner Stelle auch noch mal professionellen Rat holen, was deine Person anbelangt. Denn ich glaube, dass du auch eine erhebliche Schuld daran trägst, dass das so gekommen ist, weil du so viel geduldet hast. Jetzt möchte ich gerne, da wir schon eine ganze Weile hier auf der Sendung reden, dass meine Psychologin das noch ein bisschen eingehender mit dir bespricht. Bist du damit einverstanden? Ja, sehr gerne. Gut, Sandra, dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die Claudia, ruft dich gleich an. Okay, danke. Alles Gute. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Chrissy ist hier. Hallo, Chrissy. Hallo, Jürgen. Chrissy ist 25. Ja, hallo. Ach, also es gibt Chrissy und Sascha. Ja, genau. Wer war das denn gerade als erstes? Chrissy. Nee, Sascha, ja. Das Chaos in der Leitung. Also Chrissy 25 und Sascha 26. Ihr beide seid da. Richtig, ja, morgen, genau. Jürgen. Morgen. Guten Morgen. Jetzt fange ich mal mit Chrissy an. Also Frage an Chrissy, was ist euer Thema? Und zwar unser Thema ist, mein Freund kommt nicht beim Sex. Sprich, der Sascha kommt nicht beim Sex. Ja, genau. Gar nicht? Nein. Nie? Ja, das weiß ich nicht. Also er hat eine Freundin, ja, Bekannte, sag ich mal, mit der er schon geschlafen hat und bei ihr kommt er sofort. Wie lange seid ihr beiden denn ein Paar schon? 15 Jahre. 15 Jahre? Ja. Wie bitte 15 Jahre? Du bist 25? Ja. Wie? Seit deinem 10. Lebensjahr bist du mit ihm zusammen? Ja, so ungefähr. Also es ist dein erster Freund? Ja. Du hast nie einen anderen Freund gehabt? Doch, schon, aber das hat nicht so funktioniert. Hast du denn mit einem anderen Mann schon mal geschlafen? Ja. Ja. 15 Jahre, ich bin völlig baff hier. Sascha. Ja. 15 Jahre, da warst du auch mal gerade 11. Ja. Wie viele andere Frauen hattest du denn nebenher? Oder zwischendurch mal? Ja, so 3, 4. Mhm. Aber verstehst du, das Problem ist, ich liebe sie, ja. Mhm. Nur sexuell stimmt es halt nicht. Und ich habe ziemliche Angst, dass die Beziehung dadurch zerbrechen könnte. Du sagst die Chrissy gerade, er kommt nicht. Heißt das, du kommst nicht zum Orgasmus? Oder funktioniert es sexuell gar nicht mehr? Ich komme nicht zum Orgasmus. Das ist es, ja. Also eine Erektion bekommst du schon noch, wenn du mit Chrissy zusammen bist? Ja, das schon. Das schon. Mhm. Wie erklärst du dir das denn von deiner Sichtweise aus? Tja, ich habe da leider
keine Erklärung für. Wie gesagt, bei der anderen, die beschwert sich schon, dass ich zu schnell komme. Mhm. Sie beschwert sich, dass ich zu lange brauche. Heißt das denn, dass du im Moment parallel zu Chrissy auch noch eine andere Frauenbeziehung hast? Sag mal, hatte ich, aber Chrissy ist ziemlich eifersüchtig, was ich verstehen kann. Ja, wie lange lief das denn mit der anderen? Das lief nicht lange. Zwei, drei Wochen. Ach so, das ist nicht lang. Hat er dir das gleich erzählt, Chrissy? Ja, nicht direkt. Ich musste erst mal länger nachhaken. Mhm. Aber dann kam es raus. Ja, genau. Mhm. Wieso ist es zu der Beziehung überhaupt gekommen, Sascha, zu der anderen Frau? Ja, also du musst dazu wissen, ich saß in der JVA wegen Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Ja. Und da hat ein Zellenkollege, kannte die und die wollte ich als Brieffreundin haben. Mhm. Ne, so Briefkontakt. Mhm. So, und draußen haben wir uns ja mal getroffen, ja, und da hat das, ja, gefunkt, sag ich mal. Kann es sein, dass das aufgrund des langen Kennens und dieser Kinder-Jugendfreundschaft, es war ja eigentlich eine Kinderfreundschaft, dann wurde es eine Jugendfreundschaft und dann wurde es eine Beziehung, eure Verbindung, dass dir, und das ist ja auch, wäre ja auch völlig normal in seinem Fall, dass dir das mit die Sexualität mit Chrissy eher ein bisschen langweilig geworden ist? Also was heißt langweilig? Also ich sag mal, die andere, die... Man spricht das nicht so gerne aus in einer Partnerschaft, aber ich finde, man muss es aussprechen, um klare Verhältnisse zu schaffen. Ja, schon, aber ich möchte sie nicht wehtun. Ist mir völlig klar. Aber dennoch, so prickelnd ist es nicht mehr. Ja, nicht so richtig, nee. Mhm. Wie empfindest du das, Chrissy? Bist du immer noch so sehr scharf auf Sascha oder würdest du sagen, naja, hat sich ja, ist auch schon irgendwie eine alte Jacke, um es mal salopp auszudrücken? Nee, überhaupt nicht. Und zwar, das ist so, ich habe ja einen Freund gehabt, ne? Mhm. Und, also Anführungszeichen, einen Freund, ne? Mhm. Und zwar, der hat mich auch nicht richtig zum Höhepunkt gebracht, ne? Mhm. Wann war das, dass du eine andere Beziehung hattest? Wie lange liegt das zurück? Moment, seit vorgestern 4 Jahre. Seit vorgestern 4 Jahre. Das ist ja auch schon eine sehr lange Zeit. Ja. Also liegt das Hauptproblem liegt bei Sascha. Ja, ne, genau. So kann man sagen. Du bist schon noch scharf auf ihn, nach wie vor. Ja. Ne, aber er ist es nicht mehr so bei dir. Ja, genau. Ist natürlich immer ein dickes Problem, was man kaum, finde ich, mit Worten und mit klugen Ratschlägen lösen kann. Wenn man so das Begehren für einen Menschen, irgendwie, wenn das ein bisschen eingeschlafen ist, ist das sehr schwer, das wieder aufzubrechen. Vor allen Dingen, wenn es solche langen Beziehungen sind und solche sehr ungewöhnlich langen Beziehungen, wie es in eurem Fall ist. Ja. Was machen wir da? Tja. Ja. Die Gefahr besteht natürlich, dass Sascha immer wieder ausschert, ne? Dass er sich das holt irgendwo anders. Da hat sie auch Angst vor. Mhm. Habt ihr denn mal drüber nachgedacht? Ich meine, man kann ja auch unkonventionelle Wege gehen. Dass ihr vielleicht etwas ungewöhnliche Sexualität euch mal annähert, dass ihr vielleicht mal zusammen, ich sag jetzt zusammen, in einen Swingerclub geht, beispielsweise. Oder dass ihr euch eine dritte Person dazu nehmt oder ein Pärchen dazu nehmt, um mal ein bisschen frischen Wind und ein bisschen Salz in die Suppe zu kriegen. Ja, ich weiß nicht, ob ich damit so recht klarkomme. Mhm. Wäre das für dich eine Möglichkeit, Chrissy? Also für mich schon. Also ich meine, ich hatte schon sowas Ähnliches wie Gruppensex, ne? Ja, das. Aber halt nicht mit Partneraustausch, ne? Mhm, aber erstmal, aber das könntest du also Gruppensex ohne Partnertausch könntest du dir vorstellen. Ja. Ja, ist doch schon mal ein Anfang, Sascha. Warum kannst du dir das nicht vorstellen? Ja. Ich meine, du bist derjenige, der gerade fremdgegangen ist und der guten Sex mit einer anderen Frau hatte. Ja, das stimmt schon. Warum kannst du dir das nicht vorstellen? Ja, ich meine, versuchen müssen, ich will auf alle Fälle die Beziehung irgendwie retten. So, das ist nämlich auch mein Anliegen, warum ich das jetzt so vielleicht auch ein bisschen massiv vorschlage. Ihr seid ja in der Sackgasse irgendwie. Ja. Ne? Und ihr möchtet gern zusammenbleiben, ihr mögt euch. Ja. Und das sind so Sachen, die ich so oft schon gehört habe von Pärchen, die lange zusammen sind und wo die Sexualität so ein bisschen eingeschlafen ist, die dann ungewöhnliche Wege gegangen sind. Man kann das ja mal ausprobieren. Und wenn einer von euch sagt, nee, das ist nicht mein Ding, dann kann man das ja wieder sein lassen. Aber die Chance besteht, wenn man das macht, wenn ihr euch auf sowas einlasst, wie auch immer, über was ich gerade vorgeschlagen habe,
dass ihr vielleicht auch ein bisschen wieder Spaß auch füreinander bekommt. Vielleicht findest du das, Sascha, dann ja auch sehr geil, in Anwesenheit von anderen Leuten wieder mit Chrissy richtig tollen Sex zu haben. Vielleicht, ich weiß es nicht. Man kann das ja mal überlegen und ausprobieren. Mhm. Mhm. Ne? Indem ihr jetzt nichts tut und das einfach so weiterlaufen lasst, da besteht wirklich die ganz große Gefahr, dass eure Beziehung kaputt geht. Und dass du, Sascha, dich vielleicht auch wirklich mal richtig verknallst in eine andere Frau. Und das war's dann. Also ich finde immer, appelliere gerne an den Mut zu einem ungewöhnlichen Weg, wenn man dadurch die Beziehung rettet und wenn beide damit einverstanden sind. Finde ich in Ordnung. Mhm. Und wenn Chrissy auch schon sagt, könnte ich mir vorstellen, dann mal zu. Hä? Mhm. Meinst du denn, das würde was helfen? Ich weiß es nicht, Sascha. Es ist aber ein Versuch wert. Und jeder Versuch ist wertvoll, wenn ihr beide euch retten wollt als Beziehung. Mhm. Ich würde sagen, ihr probiert es mal aus und ruft mich nochmal an. Okay, ja. Machen wir. Ja? Danke. Alles Liebe euch beiden. Okay, Dankeschön. Und tolle Sendung. Dankeschön. Tschüss. Okay, ciao. Das waren Chrissy und Sascha, die ich jetzt leider hier nicht aus der Leitung kriege. Ihr Lieben in der Regie, ihr müsstet mir jetzt mal helfen. Jetzt hat es geklappt. Und jetzt geht es weiter mit Marion. Und Marion ist 39 Jahre alt. Hallo. Ja, hi Domian. Hi Marion. Erstmal toll, dass ich durchgekommen bin. Ja, schön. Ich freue mich auch. Und zwar, ich habe also hier ein ganz großes Problem. Das ist also echt, das ist so konfus. Also es geht um meine Tochter. Die wird jetzt im November 13. Mhm. Ja. Mhm. Und die lebt aber zurzeit bei ihrem Vater in der Eifel. Ja. Ja, also sie ist also... Nur zurzeit oder zurzeit nur oder lebt sie... Nee, sie ist ganz dahin. Sie lebt ganz beim Vater. Ganz beim Vater. Mhm. Ich sehe sie also hin und wieder mal am Wochenende, wenn sie Bock hat zu kommen. Mhm. Ja, jetzt ist allerdings Folgendes. Und zwar besteht halt der Verdacht, also Verdachtsmomente, sage ich mal so. Die sind da, die sind auch gegeben, dass also mein Ex-Mann, dass da irgendwie, dass da was, ja, sexuell da läuft. Wie? Das habe ich also Moment, zwischen ihm und der Tochter? Ja, genau, richtig, korrekt, ja. Ist das eine äußerst schwerwiegende Beschuldigung. Ne? Ja, äußerst vorsichtig sein mit solchen Beschuldigungen. Woher hast du diesen Verdacht? Also, den Verdacht habe ich erstmal von einem Bekannten, den ich kenne, den er auch kennt. Der hat also da beobachtet, wie er das Kind also ja ihr an die Brust gegangen ist, also sie unsittlich berührt hat. Gut, da ist jetzt, kann man sagen, da will ich jetzt auch noch nicht so dramatisieren oder so hochbauschen, ja. Mhm. Aber Fakt ist auch und Tatsache ist, was ich auch selber weiß, dass sie noch bei ihrem Vater im Bett schläft. Also ich denke, mit fast 13 ist das für mich nicht mehr normal. Mhm. Also man hin und wieder mal, okay. Also pass auf, ich sag mal zwei Sachen. Das eine kann auch wirklich ganz anders verstanden werden. Da sagt irgendein Bekannter, einer Bekannten sagt, er fasst sie unsittlich an. Nur ist es der Papa. Der Papa kann mit dem Kind rumtollen und da kann überhaupt nichts Böses hinterstecken. Und ein anderer sagt gleich, die Hand ist an die Brust gegangen. Ne? Ich sage jetzt nur mal die andere Seite. Ich will es jetzt nicht verharmlosen, aber das ist ja durchaus auch möglich. Ja. Mit dem im Bett schlafen finde ich auch äußerst ungewöhnlich. Ja. Würde ich auch denken, mit 13 ist das ein bisschen sehr, sehr komisch. Aber auch das heißt ja noch nicht, dass da auch nur im geringsten ein sexueller Missbrauch stattfindet. Nee. Ne? Auch das heißt ja noch gar nichts. Woher weißt du das übrigens, dass sie in seinem Bett schläft? Ja, weil ganz einfach, weil wenn ich sie mal abgeholt habe von ihrem Vater, dass das Bett von ihr unberührt ist, ne? Mhm. Dass also das Kinderzimmer völlig unberührt ist. Hast du sie mal einfach, ich meine, sie ist 13 Jahre alt, hast du sie nicht mal gefragt? Ja, sie hat Angst, allein im Bett zu schlafen. Das gibt sie mir als Antwort. Ja. Wie lange lebt sie eigentlich schon bei dem Vater? Die lebt jetzt bei ihrem Vater seit knapp 4 Monaten. Ach, ja, erst? Ja. Und warum lebt sie nicht bei dir mehr? Hat sie vorher bei dir gelebt? Das kann ich dir ganz ehrlich sagen, Domian, das sind also auch noch andere Dinge mit im Spiel. Also und zwar ist also meine Tochter, mein Ex-Mann, der ist also, hat sich dort ein Haus gekauft in der Eifel, ja. Ist also auch da materiell ziemlich gut bestückt, während ich nur ein bescheidenes Einkommen habe und bei weitem nicht meiner Tochter finanziell das bieten kann, was er ihr bietet oder geben kann. Ja. Aber deine Tochter ist bei dir bisher aufgewachsen?
Ja, kann man sagen. Kann man sagen. Und das wir haben ein gemeinsames Sorgerecht für die Melina. Ja, und es ist ja jetzt komisch. Seit 4 Monaten ist sie erst dort. Warum ist sie jetzt bei ihm? Sie ist bei ihm, weil sie dahin wollte. Sie wollte dahin. Ah ja. Das ging damals los, ne? Sie fing an, mir Stress zu machen. Ich habe also mit der immense Probleme bekommen. Mhm. Die hat sich von mir nichts mehr sagen lassen. Ich konnte tun, machen, was ich wollte. Und dann hat sie noch in der Schule Probleme bekommen, wo sie vorher war, auf der regionalen Schule. Und dann ist sie halt, hat sie gesagt, ich würde so auch mal spontan sagen, Marion. Sage ich jetzt, so von meinem grob Eindruck her, ein Mädchen, was unter sexuellem Missbrauch leidet, geht vielleicht auch nicht freiwillig zu dem, der ihr das antut. Vielleicht, wenn es die Möglichkeit hat, freiwillig zur Mutter wieder gehen zu können. Ne? Ist zumindest ein Gedanke, den man bedenken klar. muss. Bist du vielleicht auch ein bisschen gekränkt, dass sie von dir weg will und zu deinem Ex geht? Nein, wie gesagt, ich habe mich ja mittlerweile auch damit abgefunden mit der Situation. Ja, ein bisschen traurig ist es schon, wenn man das Kind großzieht und plötzlich kommt dann der reiche Ex und das Mädchen sagt dann sogar noch, ich will lieber beim Papa wohnen, ist ja auch nicht so schmeichelhaft dann für einen als Mutter. Also wie gesagt, ich habe das jetzt auch nicht dramatisiert. Ich war ja auch, gestern war ich ja bei dieser Jugendbeauftragten gewesen, ja, und habe das auch mal geschildert, wie ich das von meiner Warte aus sehe, ne? Mhm. Und klar, die haben das auch gleich weitergeleitet, etc. pp. Jetzt habe ich natürlich den tollsten Stress mit meiner Tochter, ne? Sie will mit mir nichts mehr zu tun haben, ja, du hast das und das behauptet. Ich habe gesagt, ich habe das. Achso, das ist jetzt behauptet. Schon. Moment, du warst gestern erst bei der Jugend, bei Menschen vom Jugendamt, gestern. Das war die Jugendbeauftragte. Und der hast das gestern zum ersten Mal gesagt, deinen Verdacht. Ich habe ihn aber auch schon zur Rede gestellt, vorher. Ach, vorher. Und das ist dann durchgesickert an deine Tochter. Genau. Warum fragst du denn nicht auch diesbezüglich deine Tochter ganz einfach? Die ist 13 Jahre alt, Mann. Ja, sie sagt ja nein. Sie sagt nein. Mhm. Ja. Mhm. Aber trotzdem, nur aufgrund dieser beiden Sachen, weil das Bett da nicht benutzt ist und weil irgendein Bekannter gesagt hat, er fasst sie an, das sind deine beiden Verdachtsmomente. Mehr hast du nicht. Was heißt, mehr habe ich nicht? Nee, woher denn? Ich meine, ich bin ja nicht dabei, ne? Aber dann finde ich wirklich, sollte man wirklich sich ein bisschen am Riemen reißen und vorsichtig sein. Also ich bin nun wirklich der Letzte, der gerade bei diesem Thema irgendwas kleinreden will. Das ist ja wohl bekannt. Aber ich bin auf der einen Seite aber auch sehr, sehr strikt dafür, dass man mit Vorsicht, mit äußerster Vorsicht mit dieser Beschuldigung umgehen soll. Denn man kann wirklich einen Menschen kaputt machen mit so einer Beschuldigung. Wenn das nicht begründet ist. Ja, gut, aber wie und deine, sagst, und deine Indizien, die du mir hier vorlegst, die sind mir einfach zu wenig. Und wenn das Mädchen auch nichts sagt diesbezüglich, ist mir das alles noch zu wenig. Ja gut, dann gibt es aber auch manchmal, sage ich jetzt mal, hast du bestimmt auch schon gehört, dass das Kinder einfach normal finden, dass das passiert, dass das für die was völlig Normales ist. Das stimmt schon, aber dein Mädchen ist aber gerade erst 4 Monate da. Ja, Moment, was heißt 4 Monate da? Sie hat ja auch vorher, wir haben ja das gemeinsame Sorgerecht, und sie hat sich ja vorher, bevor der in die Eifel gezogen ist, hat sie ja auch schon Wochenenden bei ihm verbracht. Gut, es kann alles sein. Ich sage mal was ganz Provokantes zu dir. Wäre es dir fast schon recht, wenn das so wäre? Nee, bestimmt nicht. Damit du dein Recht hast und du das Kind zurückbekommst? Nee, bestimmt nicht. Nee, also Quatsch, nein. Weil, ich bin vielleicht überängstlich, mag ja sein, aber ich denke mir mal, ich bin doch keine Verrückte, die jetzt die Vögel scheu macht. Weißt du, Domian, ich habe es selber auch am eigenen Leib erlebt. Ich bin von meinem Bruder sexuell missbraucht worden, über 2 Jahre hinweg, ne? Und ich meine, ich möchte es natürlich jetzt nicht alles hier so, weißt du, Marion, du musst mir nicht erzählen, du musst mir nichts von dem Leid sexuell missbrauchter Menschen erzählen. Das habe ich hier in dieser Sendung leider oft genug gehört. Und ich finde es einer der schlimmsten Dinge und der schlimmsten Verbrechen, die man Menschen antun kann. Da sind wir völlig einer Meinung. Aber wir wollen vorsichtig sein. Wir wollen vorsichtig sein, auch aus Verantwortung deinem Mädchen gegenüber. Wenn jetzt so eine Beschuldigung, wenn die nicht begründet ist, so sehr in der Welt steht, ist das für das Mädchen auch sehr schlimm. Und sie hat ja jetzt schon sehr, sehr zurückhaltend reagiert, ne? Sagst du. Sie ist ja sauer auf dich. Nur was mich auch halt so, weißt du, was mich auch so konfus macht, dass die öfters mir schon gegenüber Selbstmordäußerungen gedingst hat, ne? Das frage ich mich ja, warum? Und das war bevor das hier passiert ist mit der Geschichte. So, du hast jetzt das Jugendamt informiert.
Ja. Was werden die denn jetzt tun? Weißt du das? Ja, die haben schon getan. Die haben das ja weitergeleitet schon an die Kriminalinspektion, ne? Und was ist daraus geworden? Ja, nichts, soweit ich weiß. Nur meine Tochter, die ist jetzt stinkewütend auf mich. Gut, okay. Wenn sie mit Recht ist, dann gebe ich es auch zu, okay. Mhm. Aber Domian, weißt du, ich bin doch nicht verrückt. Ich habe aus Verzweiflung gehandelt und aus Angst. Einfach aus Angst. Es ist ja auch ehrenwert, dass eine Mutter sich Sorgen macht. Aber eine Mutter muss auch die Kirche im Dorf lassen. Und eine Mutter muss auch mit klugem Auge so etwas beobachten. Und nicht nur, wenn so ein vager Verdacht besteht, wirklich alle Trommeln trommeln. Sobald ein begründeter Verdacht besteht, muss man die ganze Welt in Bewegung setzen. Das sehe ich auch so. Aber wirklich die ganze Welt. Ja, was ist denn ein begründeter Verdacht, Julian? Ja, wie äußert sich das sowas? Wenn du zum Beispiel von ihr etwas zu Trage gekommen ist, da fing sie an mit Selbstmordabsichten, ja, ich bring mich um, etc. pp. Also was ist denn Marion, das los? Auch, ne? Auch das heißt noch nichts. Es ist ein Mädchen in der Pubertät. Ja. Alle Leute, ganz viele Leute in der Pubertät haben Identitätskrisen und denken auch schon mal an Selbstmord. Das heißt noch überhaupt nicht, dass ein sexueller Missbrauch zugrunde liegt. Na gut, ist überhaupt klar, nicht. Aber es kann sein, dass sie ganz andere Probleme hat. Einfach nur Angst, verstehst du? Ich habe einfach nur Angst. Und das ist irgendwie alles so verzwickt. Das ist eine ganz komische Kiste. Ich will es nochmal fragen. Das ist deine Tochter. Die ist 13 Jahre fast bei dir aufgewachsen. Da müsste doch eigentlich so ein Verhältnis zwischen Mutter und Tochter bestehen, dass wenn du ihr gegenüber sitzt, dass du sagst, ich mache mir Sorgen. Ist da irgendwas los? Das hast du doch gemacht. Sicher. Und dann hat sie gesagt, nein. Ja. Gut, das ist auch noch nicht der Beweis dafür, dass da wirklich nicht ist. Sie kann auch Angst haben, das sehe ich auch so. Ja, weißt du, Domian, ich stehe auch zwischen den Fronten. Ne? Das ist es ja immer. Du sitzt zwischen zwei Stühlen. Was machst du? Machst du nichts? Ist es vielleicht verkehrt? Machst du was? Ist es auch verkehrt? Ne? Dann bist du, ich bin völlig von der Rolle. Ne? Ich meine, jetzt ist die sauer auf mich. Die will mit mir nichts mehr zu tun haben. Ja, also wenn das also unbegründet ist, dann ist das natürlich auch schon schlimm, was da passiert ist. Und dann kann man auch verstehen, dass sie sauer ist. Ne? Denn das bedeutet ja, dass du ihr den Papa quasi wegnimmst. Durch die Beschuldigung, wenn sie nicht begründet sind. Also so würde ich das nicht sehen. Ich meine, doch, so wäre es. Nein, das musst du so sehen. So wäre es dann. Ja, aber er hat ja mir meine Tochter auch weggenommen. Ja gut, das begründet das aber nun wirklich nicht, meine Liebe. Aber wirklich, Marion. Bitte? Das ist aber kein Grund, wenn du sagst... Da darfst du nicht mit diesem Kaliber schießen. Ich habe einfach Angst, dass er das Kind... guck mal, er hat auch keine Partnerin, er hat auch keine Freundin. Das ist doch völlig egal. Wie viele alleinerziehende Männer gibt es? Und die sind großartige Väter. Das sind doch gleich keine Kinderschänder, mein Gott. Nein, nochmal. Das habe ich ja nicht. Ich habe nicht gesagt, das ist ein Kinderschänder, um Gottes Willen. Ne? Also ich meine, ist klar, man muss natürlich die Kirche im Dorf lassen. Aber du kannst versuch mich auch zu verstehen als Mutter. Ich mache mir doch nur Gedanken und Sorgen. So, und wenn sie umsonst waren, okay, dann habe ich gelost, dann habe ich Pech gehabt. Ja, aber vielleicht müsste man dann auch der Sache erst noch ein bisschen versuchen, noch vorsichtiger erstmal nachzugehen und zu recherchieren und zu suchen, bevor man nun gleich die Kriminalpolizei und das Jugendamt ich habe ja nur das Jugendamt informiert. Na gut, aber dadurch ist es ja öffentlich geworden. Ich will es jetzt nochmal hier klarstellen. Ich will solche, wenn ein Verdacht besteht, nicht kleinreden. Ich bin derjenige, der immer trommelt und sagt, hier, es muss was geschehen. Aber mit Vorsicht. So, jetzt finde ich, meine Psychologin hat das Gespräch auch mit angehört. Jetzt finde ich, es soll auch noch eine Fachmeinung hinzugezogen werden und dir einen vielleicht noch guten Rat geben, wie du dich weiter verhalten sollst. Bist du damit einverstanden? Gut, dann legst du auf und wir rufen dich gleich, das heißt meine Psychologin, die Claudia, nochmal an. Okay? Das wäre nett, okay. Alles klar, Maja. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Doreen oder Doren? Doreen. Ja, hallo. Hallo Doreen, du bist 18, ne? Ja. Ja? Ich habe ein Problem mit meinem Freund, ich kann nicht mehr mit ihm schlafen, ich habe keine Lust mehr dazu irgendwie. Seit wann seid ihr zusammen? Seit 4 Jahren. 4 Jahren schon. Ja. Auch eine lange Zeit, ne? Wenn man 18 ist, sind 4 Jahre, finde ich, sehr lang als Partnerschaft. Ja, war auch meine erste richtig große Liebe und so und war alles auch ganz toll, aber jetzt ist echt seit einem Jahr das Problem halt, dass ich überhaupt keine Lust mehr habe. Ich weiß ihn auch zurück, wenn er es versucht. Und ist er auch 18? Nee, er ist 29. 29 schon? Ja. Großer Unterschied. Naja, so groß auch nicht, aber ist ein Unterschied. Ja, stimmt schon. Will er noch? Wie bitte? Will er denn noch? Ja, na klar, er versucht es auch ständig, aber Und seit einem Jahr hast du einfach keinen Bock mehr? Ja, genau. Hast du denn seit einem Jahr durchaus noch sexuelle Bedürfnisse? Nee, auch gar nicht. Gar nichts. Ich
denke da auch gar nicht dran. Das ist auch völlig aus meinem Kopf draußen irgendwie. Und du befriedigst dich auch nicht selbst? Nee. Nee. Mhm. Bin ja auch nie alleine. Bitte? Bin ja auch nie alleine. Das heißt, ihr wohnt zusammen? Also, ich habe meine eigene Wohnung, er auch, aber er schläft halt auch immer hier. Ja, da gibt es gar keine Gelegenheit zur Selbstbefriedigung. Mhm. Ja. Was sagst du ihm, wenn du dich immer so verwehrst? Ja, dass ich halt keine Lust habe. Also ich sag's ihm schon direkt, ja. Aber nach einem Jahr ist das für ihn wahrscheinlich auch sehr frustig, ne? Ja, er ist auch immer sehr frustriert. Es wirkt sich auch total auf die Beziehung aus. Ja. Ganz schlecht und wir streiten uns halt auch öfter und diskutieren halt immer darüber, wo ich auch keine Lust drauf habe. Wenn ich dein Freund wäre und du würdest mir sagen, ich habe keine Lust, dann wäre meine nächste Frage, warum hast du denn keine Lust mehr? Das kann ich ihm aber nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Magst du ihn, findest du ihn sexuell nicht mehr attraktiv? Ja, da habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Also eigentlich ist das so, sonst hättest du ja Bock. Hm. Oder? Ja, also ich spiele noch mit anderen Gedanken, weil vor einem Jahr waren wir 7 Monate getrennt. Mhm. Und da habe ich halt auch jemand anders kennengelernt und war auch mit ihm intim, habe aber auch nicht mit ihm geschlafen. Mhm. Und ja, seitdem habe ich halt auch überhaupt keine Lust mehr auf meinen Freund. Also. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich noch Gefühle für den anderen habe. Ja. Keine Ahnung. Klammern wir mal die Sexualität aus. Wie ist denn sonst so das Verhältnis zwischen euch beiden? Also wir können über alles Mögliche reden. Und also sonst ist alles richtig gut, ja. Liebe? Ja. Würdest du sagen noch? Würde ich sagen noch, ja. Aber null Bock auf Sexualität. Wie ist es denn so mit Streicheln, mit Kuscheln, mit Küssen? Passiert das noch? Also Küssen ja schon, aber jetzt Streicheln und so, da weise ich ihn auch zurück, weil ich ganz genau weiß, dass er dann halt mehr möchte. Ist kein guter Zustand, Doreen. Nee, das ist auch richtig. Es ist wirklich eigentlich ein schlimmer Zustand, der auch nicht lange aufrechtzuerhalten ist. Ja, genau, da habe ich nicht auch Angst, dass er irgendwie mal fremd geht oder dass die Beziehung... Ich meine, du bist ja gefrustet, dir geht's ja nicht gut in der Beziehung so und ihm geht es auch nicht gut. Eben. Und wenn er irgendwann fremd gehen sollte, wäre es auch durchaus okay, weil du möchtest ja keinen Sex mit ihm. Ja, also ich muss dazu sagen, es tut mir auch weh, wenn ich halt mal mit ihm schlafe. Also vielleicht einmal im Monat passiert es vielleicht, aber dabei habe ich halt auch Schmerzen. Weil du so verkrampft bist und dich gar nicht fallen lassen kannst. Ja, genau. Also schätze ich mal das deswegen. Ja, aber vorher war es gut. Vorher war es gut, ja. Aber Doreen, das ist ja schon doch, das sind doch alles Hinweise darauf, dass da ganz viel nicht in Ordnung ist und dass du ganz klar überhaupt keine sexuelle Attraktion mehr für ihn empfindest. Dass du ihn überhaupt nicht null begehrst mehr. Null. Dass sich dein Körper quasi sogar so massiv dagegen wehrt und sträubt, mit ihm Sexualität zu haben. Ja. Ne? Genau. So. Was kann man in so einer Situation machen? So einen ähnlichen Fall hatten wir ja vorhin auch schon mal. Wärst du denn bereit, wenn du sagst, wir öffnen unsere Beziehung ein bisschen? Wir geben uns ein bisschen mehr Freiheiten. Ich kann vielleicht das eine oder andere machen. Ich gebe dir auch das Recht, das eine oder andere zu machen. Wäre das für dich ein Modell oder sagst du, das kann ich nicht? Also es kommt drauf an, was. Also ich bin auch sehr, 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 sehr eifersüchtig. Wäre es für dich eine Option, wenn du sagst, oder eine Möglichkeit, wenn du sagst, okay, du kannst mal ein One-Night-Stand oder sowas mit einer anderen Frau haben, ist mir egal. Nee, gar nicht. Das geht nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja. Ja, dann ist der Weg versperrt. Dann ist der Weg versperrt. Dann glaube ich, dass ihr beide keine große Zukunft haben werdet. Ja. Ich glaube, ihr habt keine große Zukunft. Wenn dir nicht wirklich klar ist, was da los ist und du auch nicht ganz ehrlich bist zu dir. Ich glaube, du verdrängst das bisher auch ein bisschen. Du denkst da gar nicht so richtig im Detail drüber nach. Nee, tue ich auch nicht. Mhm. Du willst diesen Mann nicht mehr. Du willst den Körper dieses Mannes nicht mehr, Doreen. Ja, aber warum? Also, ich weiß es nicht, weil vielleicht ist die Zeit rum. Vielleicht hast du alles erlebt mit ihm und du begehrst ihn einfach nicht mehr. Warum man einen Menschen nach einer gewissen Zeit nicht mehr begehrt, weiß ich nicht, weiß niemand. Das weiß man nicht. Irgendwann ist das Feuer erloschen und das ist dann aus. Und wenn man das nicht mehr anfachen kann, oftmals kann man es nicht anfachen, ist das meistens der Anfang vom Ende einer Beziehung, wenn man nicht unkonventionelle Wege geht. Ja, aber wir möchten uns ja gar nicht trennen. Also so weit soll es da gar nicht kommen. Ich würde euch beiden auch mal, da wir das in so ein paar Minuten hier gar nicht regeln können, auch raten, mal ein, zwei Mal zu einer Beratungsstelle zu gehen. Wärst du dazu bereit? Ja, dazu schon. So, dann rufen wir dich jetzt gleich nochmal an und geben dir noch eine Adresse in deiner Umgebung, dann könnt ihr das mal überlegen. Okay. Okay, alles Gute, Doreen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von Domian. Die erste Woche nach unserer Sommerpause.
Ich bedanke mich bei meinen Leuten im Hintergrund, bei Uli Krapp, bei Wolfram Spikowski, Marco Rösseler, Uwe Petersen, Jan Grefe zu Baringdorf, Marc Sommer, Christian König, Claudia Binsfeld, Tim Stienauer und Christian Part. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns hoffentlich in alter Frische wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr, wie immer, könnt ihr anrufen. Über das ganze Wochenende könnt ihr mailen unter domian@wdr.de. Bis Montagnacht, macht's gut, tschüss. Es ist 2 Uhr, Sie hören Nachrichten vom SWR, Pyongyang. Nordkorea hat die internationale Gemeinschaft wegen des Zugangs